meine Aufgabe oder Frage lautete, was die Wohnbaugenossenschaften zur Ökologie beitragen können und wie sie so die Vernetzung zu diesen anderen Fragestellungen und Disziplinen sehen. Ich habe mir das überlegt und es ist eigentlich nicht ganz einfach, das systematisch darzustellen. Ich habe es aber versucht, einmal ohne Folien zu machen. Ich habe eine Vorbemerkung. Wohnbaugenossenschaft ist nicht gleich Wohnbaugenossenschaft. Das heißt, ich repräsentiere hier eine Branche, die sehr inhomogen ist. Von Genossenschaften, die an der ökologischen vordersten Front kämpfen, bis zu solchen, die über kein solches Bewusstsein verfügen. Also ich repräsentiere vielleicht in meiner Fragestellung eben die Frage, was könnten sie beitragen? Und in einigen Bereichen sind sie auch führend. Das erste ist die ganzen ökologischen Fragen. Wir beginnen natürlich schon beim Bau, bei der Auswahl des Geländes, bei den Materialien, die ich einsetze, bei der grauen Energie, die ich einsetze. Dort kommen die ersten ökologischen Konzepte und damit auch natürlich die ganze Planung. Also ich muss von Anfang an eigentlich wissen, was ich will in Bezug auf die Ökologie. Dann kommt die ganze Frage der Mobilität, die beginnt eigentlich auch schon beim Bau. Baue ich eine große Garage, wie viele Parkplätze erstelle ich, auf was setze ich, aufs autoarmes Wohnen, habe ich Alternativen etc. Und da sind die Genossenschaften heute, gehören dazu den Vorreiterinnen. Wir sehen, dass in der Stadt Zürich praktisch jede Genossenschaft reicht heute ein Gesuch für autoarmes Wohnen ein, bei Ersatz oder bei Neubau. Die Mobilität ist natürlich einer der wichtigsten Faktoren am Schluss. Also je mehr Carsharing-Bewohnerinnen ich habe, desto weniger CO2 und desto weniger ökologischen Schaden wird quasi angerichtet. Es ist aber auch die Frage des Freiraums. Wir haben da jetzt sehr viel gehört. Wie gehe ich mit dem Freiraum auf? Gibt es dort Pflanzplätze, Urban Farming? Da haben wir noch riesige Potenziale, die bis jetzt eigentlich nur teilweise genutzt werden, zum Beispiel die Kalkbreite. Oder mehr als wohnen, die mit diesem Urban Farming das eigentlich auch integrieren wollen. Aber das, dünkt mich, ist noch etwas die Spitze des Eisbergs. Da tut sich etwas auf, das sich noch entwickeln wird. Es gibt aber eine Tradition dahinter, nämlich diese großen Genossenschaftssiedlungen, die schon früher eigentlich verbunden waren mit den Vereinen, die dann diese ganze Freizeitgartenhäuschen an der Familiengärtensystem hatten, das ist sehr verwandelt miteinander. Aber auch natürlich diese außerstädtischen Reinheitsfamiliensiedlungen, in der das Ideal des quasi Gärtnern selbst erstellen des Gemüses und der Nahrungsgrundlagen sehr alt ist und eben auch von Genossenschaften besonders in den 20er Jahren und auch in den 40er Jahren sehr gepflegt worden ist. Die ganze Frage der Energie, Erzeugung, erstens natürlich in Bezug auf das Energiesparen, das wäre die Suffizienz, dass ich weniger brauche. Da sind die Genossenschaften heute sicher wieder an der Front. Der Anteil von Siedlungen im Energie-P oder im Energie-A-Standard, das ist überproportional bei Genossenschaften, da leisten sie ihren Beitrag und auch bei der Frage des Einsatzes der erneuerbaren Energien. Ich denke, dass die Frage heute nicht mehr ist, wie viel spart man, sondern wie viel quasi gute Energie kann man wo einsetzen und wo wurde diese erzeugt. Also irgendwo gibt es dann auch Grenzen der Dichte von Häusern. Wenn wir weitergehen, dann ist es besonders die Frage der Verdichtung heute. Also wie verdichten wir bestehende Standorte und wie dicht bauen wir in den Zentren? Zusammen mit der Fragestellung der Belegung des Wohnraums. Eines der ökologisch für uns, ich denke, katastrophalsten Entwicklungen in der Schweiz ist das Ansteigen des Flächenbedarfs. Weil die Folgeprobleme, die da draußen stehen, nämlich es braucht viel mehr Wohnfläche, diese drängt zu einer Zersiedelung, das wiederum braucht mehr Straßen, mehr öffentlichen Verkehr, führt zu mehr Kosten. Diese Zusammenhänge, und das sind nicht nur ökologische, das sind auch volkswirtschaftliche Zusammenhänge, diese werden einfach viel zu wenig heute diskutiert und beachtet. Und dort liegt ein großes Potenzial. Und mit diesen Belegungsvorschriften, die sehr viele Genossenschaften freiwillig anwenden, also
ohne eine äußere Verpflichtung eigentlich, die hilft da sehr. Wir haben ja nur schon in der Stadt Zürich ausgerechnet, wenn alle Wohnungen so belegt wären wie die der Genossenschaften, hätten wir 50.000 Bewohnerinnen mehr. Die bräuchten dann kein Häuschen da irgendwo draußen. Und ich denke, solche Überlegungen, die gilt es vermehrt zu machen. Es gibt aber dann auch das Thema Arbeit und Wohnen, erachte ich auch als ökologisches Thema. Es gibt dann auch noch das Thema des Bewohnerinnenverhaltens, und das ist eigentlich das Hauptsächliche. Wir können tun, sehr viel tun, aber das meiste, das können eigentlich die Bewohner tun, wie sie sich ernähren, wo sie einkaufen, wie sie ihre Mobilität und ihr Freizeitverhalten gestalten. Dort drin liegt eigentlich der größte ökologische Beitrag. Das heißt, wenn wir zum Beispiel Genossenschaftlerinnen haben, die sich engagieren, jetzt für ein Urban Farming oder für ein Ortolog oder was auch immer, das bringt viel, aber da sind wir abhängig vom Engagement von unseren Bewohnerinnen und Bewohnern. Das können nicht die Genossenschaftsverwaltungen oder Vorstände machen. Das ist eine gesamtgesellschaftliche Entwicklung. Was wir machen können, wir können das fördern, wir können die Initiative der Menschen, die bei uns wohnen, die können wir fördern und unterstützen. Wir können auch Tauschsysteme unterstützen. Das hat auch mit Ressourcenvergleich zu tun, das, was wir heute alles wertwerfen, fortwerfen, nicht nur an Lebensmitteln, sondern eben auch an Waren, und damit sehr viel auch wieder erstellt werden muss mit Energie und mit Ressourcen. Ich wollte damit eigentlich jetzt wie einen kleinen Bogen spannen, was Genossenschaften zur Ökologie beitragen können. Wir haben in der Schweiz 5% Marktanteil der Genossenschaften. Ich denke, wenn diese größer wäre, das hat auch mit Nachhaltigkeit zu tun, dann hätten wir alle mehr Ökologie, weil wir einfach schon daher, dass wir langfristig denken, dass unsere Häuser uns kollektiv gehören, das sehr viel ausmacht. Und ich denke, es gibt heute Projekte, die das aufzeigen, die Kalkbreit in Zürich ist ein Beispiel, Mehr als Wohnen, das entsteht im Leutschenbach, ist ein Zeichen dieser gesamtheitlich gedachten Nachhaltigkeit, die uns eigentlich weiterbringen sollte. Und weitergehen müssen wir. Herzlichen Dank.